So, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Planet Centauri. Ich bin nochmals in der Steuerung ein bisschen verkehrt. Ah, ich muss noch ein bisschen zurückgehen. Ja gut, ist ein bisschen schwer noch. Es klappt nicht alles so wie ich will, aber... Ja, ich möchte gerne mal was in den Ofen tun, aber ich weiß nicht, was man da machen muss. Na gut, Audio. Ich will gerne es nicht so laut haben. Wie viel haben wir jetzt? 10. Okay, das sind jetzt ein paar hier. Aber die wollen das wahrscheinlich gar nicht essen. Ja, ich hätte gerne irgendwas. Vielleicht mal Blumen pflücken. So. Ja, ihr seht's. Ich komme fast nicht rein. Ich muss schon irgendwas noch lernen, aber ich möchte ja nicht irgendwo nachschauen und dann kann ich's. Ich will das alles selber herausfinden und so weiter. Und deshalb geht es für die meisten halt ein bisschen zu langsam bei mir. Aber wer das eigentlich hinter sich bringen kann, der hat ein gutes Let's Play. Ja, und ich brauche meine Zeit, das ist klar. Jo. So, jetzt muss ich da wieder Inventar öffnen und Erde rein tun. So. Nehme ich das noch ein bisschen. Und vielleicht bald mal ein bisschen erkunden oder so weiter. Es ist halt schwer gerade, weil ich nicht so ja, alles erkunden will und dann sterben möchte und so weiter. Tja, jetzt habe ich wieder den falschen Knopf gedrückt. Ich weiß jetzt gar nicht, was man mit den Blumen eigentlich herstellen kann. Glaube ich, Tränke. Oder kann man da auch Zauber draus machen? Ah, man muss eben wieder zurück hierhin. Okay. Schauen wir mal das nach. Da haben wir zum Beispiel Kohle. Habe ich aber mehr mitgenommen. F. Das mal nach oben. Hier wieder zu. Oh, da haben wir ein Ding. Weizen. Korn ist das. Okay. Korn. Reis. Potato. Das violette. Das rosarote. Butterfly Flower. Dann nehmen wir das noch mit. Und das Herzchen. Noch mehr Herzchen. So. Gut. Jetzt haben wir also Quest complete. Ja, und jetzt, was muss ich machen? Akzept. 8 Holzstücke. Das ist alles noch schwer. Es ist alles wieder resettet. Nur weil es abgestürzt ist. Okay, beginnen wir halt nochmals. Dankeschön. Nur weil das Spiel abstürzt ständig. Ja gut. F. Zumachen. Ständig dieses Zumachen. Ja, geht ja relativ schnell, hä? Haben wir das wieder geschafft. Jetzt hole ich aber noch die Weizensachen. Die Getreidesachen, das Reis.
Nehmen wir die Flower wieder mit. Die bunte Blume. Die zwei, drei Sachen. Das da. Das da. Das ist kein Pilz, das ist irgendwas. Und hier noch ein bisschen irgendwas. So, gut. Dann gehen wir wieder zurück. Und jetzt können wir ja weitermachen. Ich finde das Spiel eigentlich relativ gut. Einfach eben die Steuerung ist schwer. Sie wird dir ermöglichen, besser zu sehen. Ah, die Fackel. Ja, und jetzt? Danke, aber ich brauch's nicht. Ein neues Schwert muss ich bauen. Ja, das gibt's wieder nicht. Ich hab String, ich hab Stroh, oder? Kann das aber nicht machen, irgendwie. Ich mach direkt hier ein Schwert. Geht das? Nein. Dann mache ich mal C. Ein Wutenswort. Und Fackeln, ne? So. Dann F. Mal sortieren, gell? So, nun können wir wieder weitermachen, hoffentlich. Ja, geht's noch nicht weiter. Aha, aber die Sachen können wir mal hier reinlegen. Gesagt doch das. Ich bin ein bisschen schwer vor Begriff manchmal. So jetzt. Gut. So, und du gehst auch wieder rein. Du kannst rein. Eine Spate. Papierkammer rein. Und die Fackeln kommen hier hin. So. Jetzt können wir weitermachen. Und zwar Handwerk 2. Baue einen fortgeschrittenen Handwerkstisch. Okay. Den mache ich mal hier hin. So, Quest complete. Dankeschön. Das ist Woodboard. Weißt du, wenn jetzt alles mal richtig angeschrieben wäre, dann könnte ich das schon lange machen. Aber dass ich da draufklicken muss, nein. Habe ich nicht gesehen. Okay, zu schützen, hä? Ja, habe ich ja gemacht, schon lange. Danke, kann ich jetzt... Was, ich muss jetzt nochmal einen Unterschlupf machen, oder wie? Ich weiß, was ich mache. Ich mache mal hier in der Mitte auf. Und baue mir mal... Grid. Guten Plattform. Okay, sowieso mehr. So. Mache hier mal zu. Dann baue ich mal mit dem Holz nochmals hier oben durch. Dann mache ich hier noch eine Türe hin. Dann habe ich es, glaube ich, oder? Ist keine Türe. Hier ist eine Türe, hä? Da. So, dann habe ich es hoffentlich. Dankeschön, ey. Bist so nett, dieses Spiel ist manchmal so nett. Ach, ich freue mich so. So. Gut, dann haben wir das, hä?
Hier wächst es eventuell auch schon ein bisschen. Nein, wir haben es noch nicht. Auf dem Boden habe ich ja gemacht. Diese scheiß Sachen. Echt mal. So. Hab ich doch gemacht. Die Steuerung ist hässlich. Wenn die Steuerung besser wäre, würde es natürlich ein viel besseres Spiel sein, aber es ist halt von der Steuerung her noch extrem hässlich. So. Da könnte ich noch viel bessere Sachen machen. Ich bin ja auch ein Profi-Entwickler. Gell? Also. Machen wir mal zu hier. So, geht das jetzt wieder nicht zu? So. Und dann hier den Ofen hin tun. Ach Gott, oh Gott. So. Was ist das jetzt eigentlich, Start? Muss ich da noch das Game finden, ne? Handwerk. Benutze den fortgeschrittenen Handwerkstisch, um einen Ofen zu bauen. Erstelle 3 Zinnbahnen, baue einen Zinnamboss. Ich hab doch gemacht! Muss ich halt nochmals einen Zinnamboss machen. Gut. Dankeschön. Sehr gut. Inventory. I. I ist gar nicht Inventory. Inventory ist das. Ja. Ich mache jetzt hier einfach ein Ding hin. Dann hüpfe ich drüber und da kann ich rein. So. Ich habe zu wenig Zinn. Ich muss irgendwo noch Zinn finden. Wie viel habe ich? Ich habe 6. Nein. Ich habe 10. Ja, wo ist Zinn? Wo ist denn Zinn? Da ist Zinn. Da kommt wieder ein Kotzer. Tschüss. Geht. Und der gibt viel EXP, hä? Viel Sternendunst. Wie war das schon wieder? Ein Chip Zafir. Cool. Sicher so wie in Diablo 1. Diablo 2 meine ich. Hm. Ja gut. Darf ich noch irgendwas? Ich nehme dich noch. Purple Flower. Du sowieso. So. Also, jetzt haben wir noch eine Wooden Chest. Die mache ich dann im dritten Stockwerk. Ja, jetzt muss ich schauen. Ein Ofen. Bau eins in Amboss. So.
gesehen am Boss. Ja, toll. Xen am Boss. Ja, ich habe zu wenig. Ich habe alles hochgestuft. So, jetzt muss ich einen neuen. Ich muss mal Kupfer. 16. Ja, aber 10 habe ich ja gar nicht mehr. So. Aus 10. Das ist ein Mist. Guck ich mal auf die andere Seite. Hä? Wo haben wir 10? Wo haben wir 10? Wo haben wir 10? Wo haben wir 10? Das ist cool. Lily of the Valley. Wo haben wir 10? Wo haben wir 10? Hier haben wir 10. Ihr Losers, ich habe 10 gefunden. Ich bin der Oberpro. Yay, ich habe es das. So, jetzt. Nein, nicht hier. 10. Ich brauche 10. Wieso ist das so schwer? Yay. So, jetzt bin ich endlich mal ein bisschen weitergekommen. Ist doch auch schwer genug gewesen. Oh, One-Hit. Fähigkeiten. Schalte die Rennfähigkeit frei. Erhalte 50 Seelen. Du wirst festgestellt haben, dass die Seelen erhältst, wenn du ein Monster tötest. Diese können auf verschiedene Arten eingesetzt werden. Das Wichtigste ist, dass sie dir ermöglichen, Fähigkeiten zu entwickeln, die du sonst nicht lernen könntest. Du kannst Fähigkeiten freischalten, indem du das Fähigkeitenfenster öffnest. P. X. Attack and Backward. R. Unlock. Bonus. Run. Aha. Gut, dann werde ich noch ein paar von diesen Teilen zerstören. Vielleicht noch irgendwo Zombies zerstören. Vernichten, zerstören, vernichten, zerstören. Ja, das freut mich. Triforce! Gib mir mal. Ha, ich hab dich. Wisp Dust ist es also. Okay, und du gibst mir auch ein paar. Ja. Easy. Herzchenblümchen. Herzelein. Du musst nicht traurig sein.
eine Maske. Cool. Ich habe eine Maske bekommen. Ja, wie weit, wie stark bist du? Bist du etwas Besonderes? Gut. Scheinbar nichts, aber du hast so viel ausgehalten. Ja, es scheint sehr nach Diablo 3 zu riechen. Gut, ja. Und du bist irgendwie so ein Boss. Du bist scheinbar ein Boss. Ein Gegnerboss. Nichts bekommen. So, und jetzt schalte die Fähigkeiten. Rennen frei. So. Jetzt haben wir da eine Rune. Mit der Rune können wir scheinbar irgendwas verzaubern. Rüstung, ne? Eine defensive Rune gibt minus 5 HP. Okay, gut. Quest complete. Oh, die sind auch schon gewachsen. Schön. Ah, die haben Feuer als Fähigkeit. Burn Immunity. Hühner brennen doch am besten. Okay, mein Schwert. Nein. Cool, seltene Monster. Also ich muss das machen. Das ist das, ein Runenamboss. Einen Runenamboss. Der da? Das ist ein Runen-Crafting-Tempel. Ja, scheinbar nicht hier. Der ist hier. So. Haben wir das auch schon? Ja, ist ja blöd, wenn man hier nichts mehr hat. So, hier ist der Runenambo. F, Runenamboss. So. Und dann gehst du mal hier hin. Und hier machen wir auf. Sehr gut. Dann machen wir noch eine Ding hier hin. So. Schön. Jetzt haben wir das. Jetzt können wir das auch benutzen. Zum Sealen. Cutting Damage Bonus 1. Was ist denn das? Ah, Beat. Okay. Dankeschön. Landwirtschaft. Säe den gesammelten Samen in die lockere Erde. Ein permanenten Habe- und SP-Bonus. Isst du aber etwas, was du vorher schon mal gekostet hast, bekommst du nur einen temporären HP- und SP-Bonus. Regenerationsbonus. Du kannst auch mancherlei... Was? Du kannst auch mancherlei Zutaten vermischen, um neue Mahlzeiten zu kochen, die dir erneut einen permanenten HP-SP-Bonus geben, wenn du sie dann das erste Mal es isst. Deswegen ist Landwirtschaft eine Tätigkeit, die du nicht vernachlässigen solltest. Nahrung in dieser Welt zu erzeugen, wird langweilig und riskant zu sein. Aber wenn du die gesammelten Saaten benutzt, dann wirst du in der Lage sein, Früchte und Gemüse anzubauen.
und für deine neuen Rezepte zu benutzen. Bau einen Hacke, mit dem du Gras entfernen kannst, ohne in der Erde zu graben. Du kannst Saaten finden, indem sie in lockere Erden säen und geduldig waren, um schließlich das Resultat deiner harten Arbeit zu ernten. Ja, ist ja gut. Ich kenne doch das langsam. Ich bekomme langsam die Krise. Das muss man nicht so extrem nervig machen. So. Verschwende ich halt ein paar Samen, aber na gut. Also, Quest complete. Okay. Und jetzt muss ich wieder dorthin. Es ist langweilig. Sähe mir ein Huhn. Ach, Futtertrog. Futtertrog. Chicken Manager. Ich will einen Chicken Manager bauen. So, dann haben wir auch einen besseren Platz. Wo ist Weizen? Zähme ein Huhn. Reis. Ah ja, der Saphir. Zaubersprüche zu sprechen, okay. Ja gut. So. Also, macht mal Chicken. Ist das ein gezähmtes Huhn? Chicken und eine Rune. Yeah, ich habe eine Rune. Kommt jetzt hier Scheißhühner. Gut, das war's mit dem zweiten Part. Dankeschön fürs Schauen. Bis zum dritten Part, euer Dragobasler. Tschüss.